Wenn Sie in der Bibliothek, zum Beispiel bei den Fotos, auf das Wort Fotos klicken, dann sehen Sie, dass die Fotos sortiert nach Ordnern auf der Festplatte angezeigt werden. Zum Beispiel werden jetzt hier alle Fotos angezeigt, die im Ordner C, Users, Public und dann im Unterordner Pictures sind. Als nächstes werden zum Beispiel dann die Fotos angezeigt, die im Ordner D, Meine Medien, im Unterordner Foto zu sehen sind und so weiter. Sie haben aber auch nun die Möglichkeit, diese Sortierung anders darzustellen. Jetzt wird nach Ordner sortiert. Wenn Sie auf dieses Wort klicken, dann haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel die Fotos nach Bewertung zu sortieren. In meinem Fall habe ich aber keine Fotos bewertet. Bewertung sind Bewertungen mit Sterne. Wenn ich also möchte, dass das ein gutes Foto ist, also das als sehr gut bewerten möchte, dann klicke ich hier auf die 5 Sterne. Wenn ich jetzt auf Fotos klicke, dann werden zuerst die sehr gut bewerteten und dann die etwas weniger gut bewerteten Fotos angezeigt. Also das heißt zuerst die mit 5 Sternen, dann die mit 3 und zuletzt die Fotos oder Clips, die gar nicht bewertet wurden. Natürlich gilt diese Bewertung auch für Videoclips und so weiter. Sie können aber die Ansicht auch zum Beispiel nach Datum sortieren lassen. Und das ist gerade bei Fotos sehr interessant. Sie sehen jetzt zum Beispiel, dass hier alle Fotos vom April 2010 zusammengefügt wurden. Sie können mit diesem kleinen Dreieck aufklappen und sehen dann die Jahreszahlen, in denen Fotos vorkommen. Zudem können Sie noch die Jahre öffnen und sehen dann die ganzen Fotos nach Monat sortiert. Ich möchte jetzt alle Fotos vom Februar 2011 anzeigen lassen. Das wären dann diese. Wenn ich aber zum Beispiel die Fotos vom Juli 2010 anzeigen lassen möchte, das wären dann diese Fotos. Dies geht natürlich auch für Videoclips und für Audiodateien. Auch hier werden die Medien auf der Festplatte nicht anders umsortiert oder verschoben oder kopiert, sondern es ist einfach eine Ansicht nach Datum sortiert in der Bibliothek von Avid Studio. Das heißt also, egal wo auf der Festplatte diese Fotos gespeichert sind, Avid Studio wird diese Sortierung automatisch nach Datum vornehmen und Sie haben so die Möglichkeit, Ihre Clips sehr schnell wiederzufinden. Zudem gibt es noch eine Sortierung nach Dateityp. Das heißt also, es werden bei den Fotos zum Beispiel alle Bilder im JPG-Format sortiert und dann zum Beispiel nach dem Dateiformat PNG. Bei den Videosequenzen werden Sie weitere Unterschiede sehen. Zum Beispiel werden jetzt hier alle Dateien mit der Endung MPG angezeigt und dann alle Dateien mit der Endung MTS. Und so weiter.